Guten Abend. Jetzt war ich tatsächlich mal wieder überrascht. Und zwar überrascht, es hat ein Linker uns erklärt oder dem Leser erklärt, wer da wirklich demonstriert, wer das ist. Aus seiner Sicht natürlich. Aber lasst euch überraschen, ich muss das nachtragen. Ich hatte ja mal gesagt, naja, ungebildet ist gleich links, das stimmt nicht grundsätzlich. Nein, ich muss mich da zurücknehmen. Den Rest habe ich im Buch beschrieben, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Lehnt euch zurück. Ich lese die wichtigsten Stellen vor. Es wird spannend. Von Russia Today ein Artikel, und zwar vom 30. Mai 1923, 19:23 Uhr. Die Staatsmacht fürchtet die Demokratiebewegung, weil sie nicht beherrschbar ist. Pedro Kreye, ein Mitbegründer der bundesweit agierenden Gruppe Freie Linke, der seit 2020 pensionierte IT-Fachmann und Lehrer, hält die deutsche Linke für massiv unterwandert. Die Politik der Industriestaaten sei vom Großkapital korrumpiert, die Corona-Maßnahmen dienten als Ersatz für einen Krieg. Anmerkung haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt, müsst ihr nicht direkt kommentieren. Hört erstmal weiter zu, die ihr gerne sofort in die Tasten haut. Seine Gruppe beteiligt sich deshalb an den sogenannten Querdenken-Prozessen und wird dafür scharf kritisiert. RTDE sprach mit ihm. RTDE, Sie haben am Pfingstwochenende mit weiteren Mitgliedern der Freien Linken an den eigentlich großteils verbotenen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin teilgenommen. Die Polizei verhaftete dort Dutzende Menschen vorübergehend, Sie selbst gleich zweimal. Welche Gründe gab es dafür aus der Sicht der Polizei und aus Ihrer eigenen? Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ich werde den Artikel verlinken in der Videobeschreibung. Wie er da hinkommt, das also mit dem Handy, wer das noch nicht weiß, naja, gut, dann können wir es nicht ändern. Er erzählt uns das und jetzt wird's spannend. Ich zitiere weiter. In den Leitmedien ist immer nur von Querdenkern die Rede. Der Begriff ist inzwischen zum Synonym für Wirrköpfe und Rechtsextreme geworden. Beobachtet man die Demos aber, wirken sie eher wie linke Proteste, an denen sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten beteiligen. Auf Pfingsten in Berlin riefen die Demonstranten viele linke Parolen. Sogar die Internationale wurde gespielt. Sie sind ein erfahrener Demonstrant. Wer protestiert denn dort aus Ihrer Sicht? Seine Antwort. Ich würde sagen, das ist die Demokratiebewegung, die sich ganz anders zusammensetzt, als man es bisher kannte. Besonders fällt mir eine enorm hohe Beteiligung von Frauen auf. Die Bewegung ist viel weiblicher, als man es von früheren Bewegungen kennt. Es demonstrieren auch sehr viele Menschen aus der sogenannten Corona-Risikogruppe. Offenbar ist die ältere Generation aufgrund ihrer Lebenserfahrungen nicht mehr so leicht manipulierbar und viele fallen nicht so einfach auf Medienpropaganda herein. Unter ihnen sind zahlreiche Veteranen früherer Bewegungen, die die jüngere BRD-Geschichte geprägt haben, etwa gegen den Vietnamkrieg, gegen Atomkraftwerke, gegen Volkszählungen oder diverse Kriege des US-Imperiums. Massiv in die Bewegung eingestiegen sind zudem prekär beschäftigte Arbeiterinnen und Arbeiter, die längst jede Bindung an Gewerkschaften verloren haben und ihren Existenzkampf oft als Hartz-IV-Aufstocker bestreiten müssen. Sie bringen dort oft ihren sozialen Protest gegen das System zum Ausdruck. In einer zersplitterten Gesellschaft und mit staatlich vereinnahmten Gewerkschaften ist ihnen das durch Streiks nicht mehr möglich. Auffällig ist darüber hinaus eine weitere große Teilnehmergruppe Menschen. Menschen, die in hochqualifizierten Bereichen arbeiten. Wer wirklich gelernt hat, wissenschaftlich zu analysieren, muss von der Propaganda entsetzt sein und weiß sehr wohl von den Argumenten, die derzeit öffentlich weitgehend unterdrückt werden. Und schließlich sind sehr viel kleine Gewerbetreibende und Soloselbstständige bei den Protesten, deren Existenz durch den Lockdown bedroht wird. Insgesamt handelt es sich um eine Bewegung, die die klügsten und am besten informierten Menschen aus allen Bevölkerungssegmenten umfasst. Es handelt sich um Internetgenerationen, die gelernt haben, sich auch aktiv selbst zu informieren und sich nicht passiv von den Propagandaapparaten der öffentlich-rechtlichen und der Mainstream-Medien berieseln zu lassen.
Gut, jetzt kommen noch Fragen, aber es kommen ja tatsächlich auch erkennbare Rechtsextreme und Reichsbürgergruppen zu den Demos und so weiter und so fort. Und dass die Führungskräfte von NPD oder nun auch der AfD versuchen, sich in Massenproteste einzuklinken, ist ja nicht neu. Das kennen wir von den Mahnwachen für den Frieden, die sich 2014 gegen den Putsch in der Ukraine richteten, von den Anti-Hartz-IV-Demos ab 2004 und vielen anderen. Gibt es solche Versuche auch bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen? Wie nehmen Sie das wahr? Fragt Russia Today. Er: Ich schätze die extreme politische Rechte derzeit als ziemlich schwach ein. Im Grunde versuchen rechte Gruppen in der breiten maßnahmekritischen Bewegung den Platz zu besetzen, den eigentlich eine überzeugende politische Linke einnehmen müsste. Deren vollständige Abwesenheit schuf überhaupt erst den Raum für die Rechte. Jetzt kommt eine Anmerkung, das finde ich ein bisschen nicht schön, aber weil er scheint das alles in einen Topf zu werfen, wobei ich halt nichts von Parteien, das sowieso nicht, aber er wirft die AfD mit den extremen Rechten auch ein bisschen mit in einen Topf, aber hören wir es uns trotzdem an, denn interessant ist es trotzdem. Er sagt weiter, der Kreie. Ich erinnere dann daran, dass die AfD die Bundesregierung im Frühjahr 2020 anfangs noch dafür kritisierte, weil ihr die Maßnahmen nicht hart genug waren. Aber als die Bewegung im letzten Sommer dann sprunghaft anwuchs, hängten sie sich als Trittbrettfahrer daran. Ähnlich taten dies andere Rechtsradikale und Marktanbeter, die alles wollen, nur kein Ende der Unterdrückung von Menschen durch den Menschen. Naja, gut, okay. Lassen wir es ruhig dabei. Wie gesagt, lest euch den Rest dann durch, auch über QAnon spricht er, alles aus seiner Sicht wohlgemerkt, aber mich hat das doch relativ, ja, nachdenklich gemacht. Einerseits, was ich auch immer wieder sage, die einen haben sich bloß rangehangen, die AfD nämlich, aber andererseits, was er insgesamt über die Bewegung insgesamt sagt. Die Querdenker haben einen grünen akademischen Hintergrund, steht hier. So ist es nicht, das ist eine Verlinkung auf einen anderen Artikel, aber es sind einfach Menschen, die sich nicht mehr ein X für ein U vormachen lassen. Finde ich gut. Bei alledem sage ich, liebe Leute, ja, macht was. Nicht unbedingt demonstrieren, macht irgendwas anderes, tut etwas. Ich habe auf meinen Telegram-Kanal hingewiesen, da haben wir schon mächtig was getan, aber es wirkt ja nicht, weil mittlerweile man könnte fast aufgeben, IQ ist nichts, Unbildung alles, also die Unbildung marschiert, das ist im Wesentlichen die Leute, nicht die, die demonstrieren gegen die Maßnahmen, sondern Unbildung marschiert ist in diesem Fall eine Metapher für die Idiokratie kommt bald auf uns zu. Also macht was Kluges, aber macht was. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis später. Tschüss, tschüss.